Ein Tankflugzeug in der Nähe kümmert sich darum. Was? Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Ach du Schande. Dann lassen wir mal das Schläuchlein raus. Ach, da ist es. Okay. Wir haben noch 4 Minuten Zeit, ist ja. Ja, ich bin am richtigen Weg, also. Ja, yep, hab's geschafft. Ja, ich auch. Oh, geile Sache. Weißt du, was mich fasziniert? Bei PKWs heißt es ja immer nie mit laufendem Motor tanken, aber Flugzeuge in der Luft auftanken kostet das oder was? Oder Raumschiffe. Ja. Jetzt spielen wir wieder Hunter, na super. Dank den Informationen von Agent Rache, dass russische Ultranationalisten den Rebellen eine taktische Atombombe beschafft haben, die hier im Kampfplatz detonieren soll. Die südafrikanischen Behörden haben Flughafen und Hafen abgeriegelt, davon ausgehend, dass die Waffe bereits in der Stadt ist. Derzeit 4 Stück noch, 5. Es ist noch unklar, ob diese Operation packen wir. Mit der verstärkten Präsenz russischer Militärs in der Nordsee. Aber wir haben einen anderen Ärmel. Rache hat die Funkwaffe des Sprengkopfs Tarn aktiviert, mit deren Hilfe der Sprengkopf bei einem Flugzeugabsturz oder anderen Vorfällen geortet werden kann. Die Barke hat aber keine große Reichweite und am besten können wir sie durch eine Suche aus der Luft brauchen. Hunter, sie leiten die Suche. Walters hält sich mit Rachef und einem Räumkommando bereit und greift ein, sobald der Sprengkopf gefunden ist. Colonel Sims koordiniert die Operation aus einem Avex-Flugzeug vor der Küste. Die Rebellen werden alles einsetzen, die Atombombe zu schützen, also machen. Sie sich auf alles gefasst. Langsam reicht's mir mit diesem ständigen Abbrechen. Viper 3-1, hier ist Regal. Ich sehe Sie auf 240, 30 Meilen entfernt. Ich will ja nicht beunruhigen, aber wir haben schon wieder. Doch, MG haben wir dieses Mal, aber sonst wieder nix. Regal, hier ist Falcon. Bin über Land an Nachtpunkt Bravo und meine Schirme sind allesamt ausgefallen. Haben Sie dasselbe Problem? Bestätigt, Falcon. Radarstörung hat vor 10 Minuten eingesetzt. Das heißt, die Bombe ist unterwegs. Im besten Fall haben wir nur Minuten, bis die Rebellen sie zünden. Wie konnten die Russen nur solchen Leuten eine Atombombe überlassen? Da unten leben 4 Millionen Menschen. Schluss damit, Falcon. Falscher Zeitpunkt. Viper 3-1, wir müssen die Störsender ausschalten, damit wir den Peilsender orten können. Bei Ihrer Position müsste der Tafelberg genau vor Ihnen sein. Wir glauben, dass die Rebellen die Funktürme auf dem Berg gehackt haben und von dort aus die Störsignale senden. Finden Sie diese Türme und zerstören Sie sie. Überfliegen Sie die Funkanlage und beobachten Sie die Reaktion der Türme. Dreht sich ein Turm zu Ihrem Flugzeug, ist es eine Störeinheit. Da achte ich natürlich drauf, wenn ich mit 1600 Stundenkilometer dann lang vorbei ras. Ja, oder es reichen schon 1000 km. Viper 3-1, aufpassen! Sie sollen nur die gehackten Antennen anvisieren! Aha. Das heißt, wir sehen nicht, welche gehackt sind und welche nicht. Na super. Was hatte der gesagt? Wenn die sich aufhören zu drehen, sind die gehackt? Ja, wenn die auf uns zudrehen. Der ist auch nicht gehackt.
Die auch nicht. Da ist einer, ja. Die sind alle relativ. Da ist einer, okay. Ich glaube, wir spielen mal ein Spiel gerade. Okay, so ich. Sie wurden vom Server getrennt, na super, Mission beendet. Ja, wenn du der Server bist, dann hab ich Pech. Wie viele Missionen sind es jetzt noch? Dass du es dann nicht automatisch übernimmst. Ja, 4 sind es jetzt noch, oder? Mit der, mit den Satelliten. Das heißt, das kriegen wir ganz schön hin, also. Finde ich super. So. Ja. Ich bin dabei. Ja, kein Stress. Ich überlege nur gerade. Sind wir noch in der Aufnahme? Ja, natürlich. Ich habe das nicht extra unterbrochen. Ja, aber es reicht, dass ihr es warten müsst. Aber wegen kein Raum für Fehler, so. Bin drin. Perfekt, ich sehe es. Wenn ich jetzt wirklich wegen diesen 30 Sekunden irgendwie wieder unterbrechen müsste, dann. Ja. Ich glaube, das kann man erdulden. Vor allem, wenn wir jetzt ein bisschen Zeit zum Reden. Die Sequenz können wir jetzt abbrechen. Viper 3-1. Viper 3-1, hier ist Regal. Ich sehe Sie auf 240, 30 Meilen entfernt. Gut. Regal, hier ist Falcon. Bin über Land an Nav. Bravo und meine Schirme sind allesamt ausgefallen. Haben Sie dasselbe Problem? Bestätigt, Falcon. Radarstörung hat vor 10 Minuten eingesetzt. Das heißt, die Bombe ist unterwegs. Im besten Fall haben wir nur Minuten, bis die Rebellen sie zünden. Wie konnten die Russen nur solchen Leuten eine Atombombe überlassen? Da unten leben 4 Millionen Menschen. Ja, das haben sie auch absichtlich getan. Oh Gott. Wir müssen die Störsender ausschalten, damit wir den Peilsender orten können. Bei ihrer Position müsste der Tafelberg genau vor ihnen sein. Wir glauben, dass die Rebellen die Funktürme auf dem Berg gehackt haben und von dort aus die Störsignale senden. Finden Sie diese Türme und zerstören Sie sie. Überfliegen Sie die Funkanlage und beobachten Sie die Reaktion der Türme. Dreht sich ein Turm zu Ihrem Flugzeug, ist es eine Störeinheit. Hast du zu sehr beschleunigt? Ja, bin schon dran vorbei gewesen. Ich auch. Aber ich schaff's nach umzudrehen, hoffe ich. Ja. Die linke Seite, fliegst du die rechte lang? Die finde ich links und rechts bei dem Chaos hier. Der linken Bergkamm oder was? Ja. Volltreffer, Bodenziel zerstört.
Passt. Sind das eh dieselben wie vorher? Das wäre aber langweilig. Ja. Ja, aber es sind dieselben, ja. Zerstört. Regal, hier ist Falcon. Das Radarbild ist besser, wird aber immer noch gestört. Verstanden, Falcon. Jetzt stören Sie nur noch bestimmte Frequenzen. Kann die Quelle nicht orten. Moment, Regal. Haben wir Helikopter in der Stadt? Negativ. Der Luftraum über Kapstadt ist gesperrt. Tja, einer hat es wohl verschlafen. Ich habe gerade ein Heli im Stadtzentrum gesichtet. Sah kampffähig aus und eindeutig in Tarnung. Reaper 3-1, diese Helikopter agieren als mobile Störplattform. Wir müssen sie abschießen. Die Störsender wirken nur in einem begrenzten Frequenzbereich. Ändern Sie Ihre Radarfrequenz, umgehen Sie den Störfunk vielleicht kurzzeitig. Ihr habt gerade gesagt, hier fliegt ein Heli in der Stadt rum und auf einmal die ganzen Helis los, schießt die ganzen Helis ab. Ja, das ist natürlich. Einer hat es wohl verschlafen. Wie viele sind es? 300, 400? Ein. Da habe ich einen. Also, nee, ich habe eine. Kein Heli, sondern. Es sieht aus wie ein Flugzeug aus dem Heli. Ja, super. Frequenz geändert und stört wieder. Radareinstellung ändern. Da ist einer. Ah, da. Gib mir einen Heli, ich will keine Flieger mehr fliegen, das ist echt zäh, das ist. Da, hinter dir ist noch einer. Der nervt mich so ein bisschen, ehrlich gesagt. Vor allem, weil die Heli siehst du auch so. Da brauchst du keinen Sender einschalten. Ja. Bandit erledigt, super. Ich mach's halt fürs Let's Players ein bisschen, aber ansonsten. Ja. Sonst, du brauchst es nicht, weil ich schieße ja auch so, ich schieße ja auch so ab, also. Sie haben ihn, der ist weg. Ich mach das jetzt nur, weil wenn du die einmal hast, dann werden die auch anerkannt. Die musst du quasi, glaube ich, einmal scannen, damit die, oder einmal finden. Das dauert zu lange, Jungs. Damit die drauf auftauchen. Gleich einen schweren Schlag. Die Bombe kann jeden Moment hochgehen. Sind dran, Major. Die Südafrikaner haben die Stadt mit 3 EKF-Flugzeugen erreicht. Gemeinsam erzeugen sie eine störungsfreie Zone, in der sie nach der Bombe suchen können. 3-1, die Südafrikaner beginnen gleich mit dem Suchprozess. Die sehen die sichere Zone auf ihrem Schirm. Tue ich das? Bin ich beschossen, fliegen sie in, fliegen sie in Airbags-Formation. Suchen Sie innerhalb der Zone nach dem Peilsender. Bombe ist entdeckt. Sie bewegt sich weiter in Richtung Stadtmitte. Viper 3-1, halten Sie den LKW auf. Die ersten und letzten Fahrzeuge des Konvois ausschalten. Kanone benutzen. Wir dürfen nicht den LKW mit der Bombe treffen. Halten los jetzt. Brachev und das Bodenteam legen los, sobald wir den LKW stoppen. Verstanden, Sir. Wir sind unterwegs. Ja, schöne Teamarbeit. Ich hab's zweit erwischt. Hast du ihn abgeschossen, oder? Ja, natürlich. Okay. Weil ich hab, ihn abgeschossen. Bist reingeflogen. Ja. Sprengkopf gesichert. Wiederhole. Sprengkopf. Boah, war cool. Direkt, ja. Zack. Hat toll ausgesehen. Hab's gesehen. Bravo. Sie haben gerade 4 Millionen Menschen gerettet. Bravo. Na super. Das freut uns natürlich sehr. Unglück.